Liebe Geschwister, ich grüße euch im Namen Jesu Christi. Heute möchte der Herr drei verschiedene Arten von Segen geben. Ich gebe euch nun die Bibelverse dazu. 1. Samuel, Kapitel 26, Vers 25 lesen wir: Gesegnet seist du, mein Sohn David, du wirst tun und hinausführen. Dieser Segen stammt von einem großen Mann Gottes, der David segnet. Genauso sage ich euch, ihr werdet alle von den Herrn gesegnet. Ihr werdet großartige Sachen hinausführen, die keiner glaubt. Der Herr sagt: Mein Sohn, meine Tochter, du wirst gesegnet. Falls du daran glaubst, wird dieser Segen auch in deinem Leben stattfinden, was immer der Segen auch sein mag, den du erwartest. Ihr werdet großartige Sachen hinausführen. Der Herr wird euch benutzen, um anderen zu segnen. Weil unser Herr allmächtig ist, was immer er auch tut, ist großartig. Du wirst mehr und mehr gesegnet. Der Herr wird dafür sorgen, dass dies geschieht. Alle drei verschiedene Arten von Segen werden in deinem Leben stattfinden. Also glaubst du daran, dass der Herr dich nutzen wird, andere Menschen durch dich zu segnen? Glaubst du nun daran, dass der Herr dich noch weiterhin segnen wirst, als du jetzt bist? Aus diesem Grund ist der Herr am Kreuz gestorben und auferstanden. Darum sagt mit aller Hoffnung: Herr, ich glaube daran, dass du mich segnen wirst. Ich bin dir dankbar, dass du mich benutzt, um andere zu segnen. Ich bin dir auch dankbar, dass du mich segnest, mehr und mehr. In Jesu Namen. Amen, Amen.